Unser nächstes Ziel ist die Stadt Sitzendorf. In diesem Ort interessiert uns die Porzellanmanufaktur, die in Thüringen hier ihren Ursprung hat. Seit dem Jahr 1884 werden hier auserlesene Stücke von künstlerischer Qualität hergestellt. In dieser Firma, die wir hier besuchen, gibt es auch eine Ausstellung antiker Möbel, die den Rahmen für das kunstvolle Porzellan bilden. Ja, Serpentin-Kienöl und Kienöl. Porzellan. Alles Porzellan. Da vorne ist ja heiß. Wann ist es ja heiß? In die Wie viel? 15.425. Eine Sehenswürdigkeit von ganz besonderer Art steht uns hier bei dem Ort Frauenwald bevor. Versteckt im Wald unter normalen Bauten liegt die unterirdische militärische Nachrichten- und Befehlsbunkeranlage der Staatssicherheit der ehemaligen DDR. Unter einer 2,5 Meter dicken Betonschicht sollte sie den Größen dieses Regimes im Falle eines Atomschlages das Überleben sichern. Dass man hätte sich von der Außenwelt gerade abschotten können. Ja, man muss sich vorstellen, man hat organische Systeme gesetzt, die eben auch Bandsysteme hineinschalten können. Geschlafen haben oder sag ich mal oder gegessen haben oder in der Küche oder so. Kommt auf der anderen Seite. Ach, ja. Das Ganze ist also ein herrliches Wetter. Das Wetter einigermaßen ist es ja zum Wochenende immer reges Leben und Treiben. Erstens wegen des Wintersports und zweitens kann man natürlich für 40, ich weiß nicht, ob der Besitzer nicht wiedergekommen ist oder ob das eine GmbH früher war. Jedenfalls hat das dann, ehe es ganz verfallen ist, ein volkseigener Betrieb übernommen, hat das ein bisschen ausgebaut. Da drin ist ein riesiger Speisesaal. Ein Abschiedsbing ist die Wirtschaft. Wir wandern ein Stück auf dem Rennsteig in Richtung Schmiedefeld.
sicher. Dann kommt sie nicht. Ja. Das war doch völlig unbequem. Mein Lieder klingt durch Wunsch und Tank, das jeder gerne hört. Diesen Weg auf dem Höhen bin ich oft gegangen, Höhlein sangen Lieder. Bin ich weit in der Welt, hab ich verlangen, Thüringer Wald und das Meer. Ach so. Ja. Wir haben mehr geübt, ja, ja. Auf der Fahrt nach Hause erinnern wir uns gerne an das Land Thüringen, das grüne Herz Deutschlands.